So, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich muss mich beeilen, denn die Speicherkarte ist fast voll. Ich muss das unbedingt noch drauf bekommen. Und mein Laptop ist gleich leer, denn ich habe jetzt ungefähr 10.000 Videos hintereinander aufgenommen. Ich glaube, ihr kennt das. Ja, ihr habt ein Video von mir noch nicht gesehen. Meine Weihnachtsgeschenke. Natürlich habe ich auch was zu Weihnachten bekommen und das wollte ich euch jetzt doch nochmal zeigen. Und würde ich sagen, fangen wir gleich an, damit ich noch alles durchbekomme. Das erste und wichtigste Geschenk ist von meinem Mann, die Kamera Lumix G70 oder was es war. Die kann ich euch leider nicht zeigen, denn die ist gerade da und filmt mich. Ich blende euch auf jeden Fall ein Bild ein. Ist eine super tolle Kamera, hat er mir gekauft, weil die eben 4K filmen kann und einen drehbaren Bildschirm hat. Sehr wichtig, weil ich habe immer mein Handy benutzen müssen, damit ich mich sehen konnte. Und dann ist mein Handy immer leer geworden und es war einfach mega kompliziert. Und so kann ich jetzt einfach den Bildschirm umdrehen und ich sehe mich jetzt da direkt neben der Linse und das ist natürlich super praktisch. Deswegen habe ich die bekommen. Dann habe ich zu der Kamera, muss ich jetzt kurz nach vorne gehen, noch diesen wunderschönen Rucksack bekommen. Der ist jetzt offen. Von Amazon ist das ein Rucksack, der ist einigermaßen billig. Ich glaube, um die 50 Euro hat mein Mann dafür gezahlt. Das Stativ ist von meinem Mann, das gibt er nicht mehr. Der ist mega gut. Der hat vorne ein Fach, wo eben ein Reißverschluss ist, wo man was reintun kann. Und hier kann man auch noch mal was reintun, wenn ihr das sehen könnt. Weiter kann man es leider ein bisschen verwenden. Aber weiter geht da nicht mehr. Also hier im Netz kann man was reintun. Dann hier ist eine Tasche. Hier sind kleine Taschen für Stifte und so weiter. Also mega praktisch. Und es ist natürlich wirklich eine Kameratasche. Man kann es auch für was anderes verwenden. Hier kann man die Kamera reintun. Hat wirklich ein super schönes, weiches Material hier. Und hat eben abgeschlossene Fächer. Beziehungsweise die kann man sich selbst zusammenstellen. Kann man eben hier mit Klettverschluss abmachen und sich die Fächer so zusammenrichten, wie es einem passt. Hier unten tue ich meine Kamera rein. Hier habe ich nämlich noch so einen, den kann man natürlich auch versetzen, so einen Klettverschluss, den ich dran machen kann. Nein, die Instax-Kamera habe ich nicht von meinem Mann zu Weihnachten bekommen dieses Jahr. Die habe ich vorletztes Jahr bekommen. Ich liebe sie. Und die hat eben auch, der Rucksack hat eben auch noch so eine Regenschutzhülle dabei, falls es regnet, dass eben die Kamera nicht nass wird. Also mega praktisch. Dann gibt es hinten nochmal ein Fach, wo man was Größeres reintun kann. Da sind jetzt keine kleinen Extrafächer dabei, sondern da kann man wirklich ein großes Heft oder vor allem einen Laptop reintun. Also wir tun da immer einen Laptop rein, das ist echt praktisch für einen Laptop. Und es ist wirklich mega gut gefüttert. Deswegen braucht man auch da keine Angst haben, dass der irgendwas kaputt geht. Hier sind auch nochmal kleine Fächer an den Seiten. Und ganz wichtig, hier sind zwei Bänder, wo man das Stativ festmachen kann. Also wirklich mega praktisch. Wer wirklich gerne fotografiert im Freien draußen, dem kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Wir haben das in Norwegen sehr, sehr genutzt. Der Alex hat den gleichen wie ich. Also der hat ihn sich vor mir gekauft und mir hat er den dann auch noch zu Weihnachten gekauft. Und der ist wirklich sehr gut aufgepolstert, tut an den Schultern überhaupt nicht weh. Hat eben hier, wie wir es kennen beim Rucksack, oben was zum Zumachen und dann unten noch was zum Zumachen. Also der Rucksack ist wirklich mega gut. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, er ist billig und es ist wirklich gut. So, dann das nächste Geschenk. Ist was ich und mein Mann zusammenbekommen haben von meiner Schwiegermutter, von der Mutter meines Mannes. Und zwar eine Wärmelampe. Wäre jetzt was wir uns wahrscheinlich nie gewünscht hätten, aber unbedingt brauchen. Wir haben sehr oft Rückenschmerzen. Ich vor allem wegen meinem Heben im Beruf. Ich hebe halt aus dem Rücken raus und nicht aus den Beinen. Und deswegen habe ich immer Rückenschmerzen. Und mein Mann hat auch immer Rückenschmerzen. Und da ist sowas wirklich Gold wert. Einfach jeden Tag mal diese 10 Minuten hinlegen und sich mit dieser Wärme bestrahlen lassen. Das ist einfach total schön. Also das ist von Sanitas. Schaut euch das mal an, wer da Probleme hat. Es hilft wirklich sehr, sehr gut. Dann zum nächsten. Ich habe dann noch von meiner Schwiegermama eine Mütze bekommen. Und zwar diese Mütze. Ich setze sie einmal für euch auf. Die tue ich dann hinten runter und so sieht sie dann aus. Ich finde sie eigentlich schön. Ich bin normalerweise nicht so das Mützengesicht, aber ich mag Mützen total gerne und setze sie trotzdem auf. Finde ich mega schön. Die sitzt sehr locker. Ich liebe Glitzer. Sie ist grau mit Glitzer. Also besser geht's nicht. Habe ich auch wirklich schon sehr oft getragen. Dann habe ich von meiner Schwiegermutter, beziehungsweise ich und mein Mann von meiner Schwiegermutter noch solche Thermobecher bekommen. Denn, das hat sie nicht mal gewusst, aber ich habe ja zum Nikolaus einen Thermobecher von meinem Mann bekommen, aber den habe ich runtergeworfen und kaputt gemacht und jetzt hatte ich wieder keinen.
Ja, und von denen haben wir dann zwei bekommen, die sehen sehr cool aus, haben eben oben so einen Druckknopf, wo man raustrinken kann, funktioniert auch echt super, kann ich auch auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich weiß aber nicht, von wem die sind, also da drauf steht nur Delicious Fresh Brewed Coffee Half a Cup, aber ich finde sie gut. Dann als nächstes, ich habe noch was von meiner Schwiegermama bekommen und zwar von Gino, glaube ich, heißt es, ein Armband. Sieht wirklich mega schön aus, besteht aus so braunen, also hellbraunen Lederbändern und hat hinten einen goldenen Magnetverschluss und hier eben eine wunderschöne Perle. Ist einfach ein Armband und ich finde es schön. Passt jetzt nicht zu meinem Haarband. Genau. Als nächstes kommt jetzt das von meinem Schwiegerpapa. Und zwar habe ich da, beziehungsweise haben ich und mein Mann da diese Salat-Dressing-Maker bekommen. Mega cool. Hier stehen einfach an der Seite die ganzen Rezepte dran. Zum Beispiel, bis dahin muss man es mit Senf befüllen, bis dahin muss man es mit Champagner-Essig befüllen, bis dahin muss man es mit Maisöl befüllen. Also wirklich die Mengenangaben, wie viel man reintun muss, stehen auch da. Ich finde es mega praktisch, weil ich in sowas echt ein Depp bin und immer nach Rezepten suchen muss. Und so habe ich das alles schon dabei, kann es schütteln und kann es sogar dann aus dem Teil auch rausgießen, weil es hier eben so eine schöne Spitze hat zum Rausgießen. Also ich finde es wirklich mega praktisch, vor allem für mich. Wir essen sehr gerne Salat, vor allem auch mein Mann und da kann man sowas immer gebrauchen und das ist von G-Food. Dann machen wir mal weiter mit den Geschenken meiner Tante. Da habe ich einmal eine Überraschungstüte bekommen, aber da habe ich jetzt das Ding nicht da. Das war so ein Samen, also so ein Blumenbeet, ein kleines, wo man so verschiedene Blumen, so Wildblumen einfach drin sind und man die aufziehen kann. Das ist auch cool. Und dann habe ich eben von Dessert, weil meine Tante da Vertreterin ist, von Dessert eine Bodybutter, eine kleine bekommen und ein Aprikotöl. Und das Aprikotöl ist wirklich super, das kann man für alles verwenden, für trockene Stellen, für trockene Lippen, für alles einfach. Für Wunden, für kleine, für Narben kann man das verwenden, also wirklich so ein Allround-Produkt. Habe ich schon mal bekommen von meiner Tante und verwende es einfach super gerne. So. Dann habe ich von meiner Oma einmal diese Socken bekommen, die ich euch schon gezeigt habe. Da hat es dann auch diese gegeben, also wirklich Weihnachtsmuster, die hat es dann noch in Weiß gegeben. Von Bruno Banani sind die und die sind wirklich mega schön und wirklich mega bequem. Hat mir gepasst, vor allem jetzt vor Norwegen, die habe ich mit auf Norwegen genommen und die waren wirklich super schön warm. Also die haben wirklich einen super schönen Stoff innen drin. War ich echt froh drum in Norwegen. Ja. Dann als nächstes habe ich bekommen von meiner Oma noch dazu. Mega cool. Christbaumkugeln Handcreme und Christbaumkugeln Lipbalm. Ich glaube, dass es die beim Norma gab oder beim NKD. Ich glaube, beim NKD gab es die. Mega cool. Ich habe mir erstmal gedacht, als ich das ausgepackt habe, was ist das? Dabei sind es wirklich Handcreme und Lipbalm in Kugelform. Also die werde ich nächstes Jahr, werde ich mir einen rausnehmen in der passenden Farbe und werde die auch wirklich an den Christbaum dranhängen. Und wenn Freunde draußen sind, dann gehe ich da einfach ran, schraube die ab, creme meine Hände ein und schraube die wieder dran. Was meint ihr, wie die schauen werden? Also ich finde es auf jeden Fall mega cool. Und die sollen auch wirklich mega gut riechen. Ich habe sie noch nicht aufgemacht, aber meine Schwester hat die gleichen bekommen. Die hat sie schon aufgemacht und die haben wirklich alle super schöne weihnachtliche Düfte. Und zwar einmal Schokoladensplitter, einmal Zimtstern und einmal Fruchtpunsch bei den Lipbalms. Und hier einmal Kokosmakrone und Vanillekipferl. Also wirklich sehr schöne weihnachtliche Düfte. Ich werde sie aber jetzt nicht mehr aufmachen. Ich werde sie wirklich nächstes Jahr verwenden. Oder vielleicht doch. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Dann habe ich noch ein Geschenk bekommen, wo ich aber nicht hier habe, weil ich habe es schon ausgegeben. Natürlich Geld haben wir so auch bekommen. Aber ich rede jetzt von dem Wichtelgeschenk von meinem Bruder. Und zwar habe ich da einen Douglas-Gutschein bekommen. Davon habe ich mir eben diesen Hoola-Bronzer gekauft, den ich euch schon gezeigt habe. Und oder auch nicht. Mal gucken. Aber jetzt wisst ihr es. Und ich habe mir die NYX Drop Foundation gekauft von diesem Gutschein. War ich wirklich mega froh drum, weil ich sonst beim Douglas normalerweise nicht so leicht einkaufen gehe.
und da habe ich dann mal ein bisschen was einkaufen können, was ich haben wollte. Von meinem Bruder habe ich dann noch bekommen, die habe ich jetzt leider auch nicht da, einen Horrorfilm, The Call. Das ist, ich glaube, ein japanischer Film. Ein japanischer Horrorfilm, da geht es einfach um Anrufe, da kommt ein bestimmtes Lied und wenn man das Lied eben auf dem Handy hört, dann stirbt man. Und auf jeden Fall ist er mega cool, also ich liebe Horrorfilme, ich schaue die total gerne, leider mein Mann nicht mit mir, weil der macht die nicht so gerne. Nein, aber ich finde den einfach so cool und den findest du nirgendwo. Also ich glaube, dass er den jetzt im Internet bestellt hat, weil mein Mann hat mich schon mal, wollte mir schon mal den Film schenken, aber es war im Endeffekt der falsche Film, weil es gibt noch einen The Call. Das ist eben der in der Telefonzelle, der wo nicht auflegen darf oder irgendwie sowas. Der ist natürlich auch nicht schlecht, aber es ist halt nicht der Film. Und ich liebe diesen Film. Also da gibt es mehrere Teile. Schaut auf jeden Fall mal nach, wer auf Horrorfilme steht, auf japanische Horrorfilme. Dem kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ist so ein bisschen wie The Grudge, also der Fluch. Ich finde aber ein bisschen besser. Also ich finde den noch gruseliger als der Fluch. Dann habe ich von meinen Eltern bekommen, in Zeichen der Menschlichkeit, Geschichte und Gegenwart des Deutschen Roten Kreuzes. Ich habe erst gesagt, ob das ein Wink mit der Dachlatte sein soll, weil ich ja eine Jugendrotkreuzgruppe habe und leider von der Geschichte des Roten Kreuzes nicht mehr so viel weiß. Man macht hier einen Einführungskurs, aber den habe ich mit 13 Jahren gemacht und von dem weiß ich natürlich nicht mehr viel. Natürlich weiß ich die wichtigsten Dinge, dass es von Henri Dunant gegründet wurde und die 7 Grundsätze des Roten Kreuzes und was weiß ich. Und das Schlacht von Solferino und keine Ahnung. Aber finde ich auf jeden Fall cool, werde ich super gerne lesen. Ich lese sowieso super gerne. Jetzt vor der Prüfung werde ich wahrscheinlich nicht mehr dazu kommen, weil ich lernen muss. aber nach der Prüfung, die Gott sei Dank im September vorbei ist und ich hoffentlich bestehen werde, kann ich endlich wieder lesen. Ich kann mich ein bisschen mehr auf YouTube auch wieder konzentrieren, dass die Videos eben nicht so zeitverzögert online kommen. Aber das liegt eben alles, weil ich gerade am Ende meiner Ausbildung bin und einfach unter Stress bin. Ja, Notfallsanitäter ist halt auch kein leichter Beruf, da fliegt einem halt auch nicht alles zu. Okay, es gibt keinen Beruf, wo einem irgendwas nachgeworfen wird. So war es jetzt nicht gemeint, falls es irgendwie falsch ist. So, dann haben wir von Alex seiner Oma diese wunderschöne, kuschelige Decke bekommen. Ich liebe sie. Also wir haben jetzt mittlerweile 3 von diesen Decken, weil wir sie lieben. Also wir haben eine in Grau meliert, sieht total schön aus, und eine in Braun, die ein bisschen so gemischt hell-dunkelbraun ist, und jetzt eben hier die ganz dunkelbraune, und die sind wirklich mega gut. Ich liebe sie und ich weiß, dass die auch nicht billig sind, aber die sind so schön. Bin froh, dass wir die geschenkt bekommen, weil sonst würden sie wir wahrscheinlich nicht selber kaufen. Sonst hätten wir so schöne billige, nur so schöne billige Decken vom Kick, die zu klein sind. Ich hasse es, wenn Decken zu klein sind, wenn unten die Füße rausschauen oder sonst was. Könnte ich verrückt werden. Und wir haben ein paar von diesen Decken, weil ist halt billiger. Das ist halt nicht das Erste, was du kaufst, wenn du in eine Wohnung ziehst. Da kaufst du halt billige Decken und irgendwann vielleicht mal teurere. Ja. Und dann das letzte Geschenk. Der Schal, der da drin steckt, gehört nicht dazu. Habe ich von meinen Eltern, weil ich es unbedingt gebraucht habe, eine Jacke bekommen. Weil ich einfach nur als Winterjacke sozusagen die Übergangsjacke hatte. Also die war eigentlich gar nicht für Winter gemacht. Ich bin aber den ganzen letzten Winter damit rumgelaufen. Habe oben ein wunderschönes Kunstfell natürlich. Ich nehme natürlich kein echtes Fell mit einer so einer schönen Kapuze. Die kann man nicht abnehmen, die Kapuze, nur eben dieses Fell, wenn man sie waschen will. Und es ist einfach, es ist, ich weiß nicht, eine Mischung zwischen Parker und einer richtigen Winterjacke. Also es ist nicht wirklich ein Parker, würde ich sagen. Man kann sie zwar auch in der Mitte eben so zusammenziehen, aber eben innen und nicht außen. Und sie ist wirklich mega dick gepolstert und mega warm. Also da wird mir sogar im Geschäft warm, wenn ich mal im Geschäft drin bin. Und die sieht jetzt echt groß aus. Die ist auch groß, weil die hat es nur eine Größe größer gegeben. Weil ich habe mir gedacht, da kann ich mich wenigstens dick drunter anziehen. Also ich habe hier jetzt die Größe XL. Normalerweise hätte ich L genommen. Hätte mir locker gepasst. So, ich muss jetzt unbedingt aufhören, weil der Laptop ist ausgefallen, also zwischendurch könnte sich meine Stimme nicht mehr so schön anhören, weil mein Mikrofon dann nicht mehr funktioniert hat. Tut mir mega leid. Dann hört ihr mal, wie das Kameramikro ist. Ja, der Akku der Kamera wird jetzt auch gleich leer und die Speicherkarte ist gleich voll. Ich habe jetzt wirklich 3 Speicherkarten mit den ganzen Videos voll gemacht. Das sind alle von meinem Mann und ich habe bloß eine lausige 16 GB Speicherkarte.
Mein MacBook wird gleich voll sein mit diesen 4K-Videos. Also 4K-Videos brauchen wirklich sehr, sehr viel Speicherplatz. Deswegen rede ich nicht mehr lange. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht hat es euch doch noch interessiert, was ich zu Weihnachten bekommen habe. Ich habe es leider nicht eher geschafft, dass ich euch das Video abdrehe. Und ich musste mit den Unboxings auch hinterherkommen, weil es ist auch doof, wenn dann die im nächsten Monat drankommen. Ja, ihr kennt es ja. Wie gesagt, hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen, über einen Kommentar. Unten würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann könnt ihr mich natürlich auch kostenlos hier drüben abonnieren. Und dann hoffe ich einfach, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Tschüss!